Im Fokus der Märkte waren natürlich die heutigen Arbeitsmarktdaten, die so ein Ticken unter der Erwartung ausgefallen waren. Aber wenn man mal genauer hinter die Kulissen guckt, dann sieht man, wie schwach eigentlich diese Daten waren und dass diese Daten zeigen, dass bald in den USA eine Rezession kommen wird. Und wir wollen uns mal anschauen, vor allem, wie diese Daten behandelt wurden, mit welchen Statistiktricks hier gearbeitet wurde, damit überhaupt diese Zahl zustande kommt. Aus meiner Sicht hochgradig problematisch, aber eins nach dem anderen. Wir gucken erstmal auf die Zahl. Wir sehen hier die Stellen 187.000 statt 200 erwartet. Wir sehen allerdings, dass die Arbeitslosenquote erstaunlicherweise gefallen ist auf 3,5. Liegt daran, dass parallel zu diesen geschaffenen neuen Stellen eine Haushaltsumfrage per Telefon gemacht wird, die hier dann hochrechnet, naja, wie viel Prozent der Leute, die wir da anrufen, sind dann arbeitslos. Und wir haben dann eben die Stundenlöhne, die heißer waren als erwartet, mit 0,4 und 4,4% jeweils der Vormonat und der Vorjahresmonat, beides höher als erwartet. Und wenn wir uns mal anschauen, nicht nur ist diese Zahl ein bisschen geringer gewesen, sondern vor allem die Zahlen aus dem Mai und aus dem Juni sind runter revidiert worden, um knapp 50.000 Stellen insgesamt. Aber insgesamt für dieses Jahr ist in jedem einzelnen Monat sind die Zahlen neu geschaffener Stellen nach unten revidiert worden. Also, wie verlässlich sind diese Zahlen? Immer auf der einen Seite offenkundig waren sie zu hoch angesetzt, mussten dann runter revidiert werden. Auch das ist schon echt problematisch. Sechsmal in Folge jetzt, das haben wir zuletzt zweites Halbjahr 2007 gesehen, kurz vor der Finanzkrise. Und das haben wir gesehen im ersten Halbjahr 2002, als die Dotcom-Blase geplatzt war. Und wir sehen einen ganz klaren Abwärtstrend in diesem Chart der Commerzbank, eben bei der Zahl neu geschaffener Stellen mit einzelnen Ausreißern, die wahrscheinlich aufgrund der erratischen statistischen Erhebungsverfahren der Amerikaner zustande kommen. Jedenfalls sehen wir, dass im Grunde seit Anfang 2022 da schon so leicht der Wurm drin ist. Und die Commerzbank sagt, ja, also das dürfte dazu führen, dass die Fed dann wahrscheinlich im September nicht mehr die Zinsen anhebt. Das ist der Grund, warum die Aktienmärkte heute einigermaßen gut drauf sind. Es war ziemlich choppy, was wir da gesehen haben. Erst runter, dann stark rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf jetzt zuletzt. Mal sehen, wie wir dann rausgehen. Wir sehen, dass die Anleiherenditen deutlich gefallen sind heute, dass der Dollar schwächer gelaufen ist. Und wir sehen aber, dass auf der anderen Seite eben dieser Lohndruck nach wie vor sehr hoch ist. Und Larry Summers hat sich geäußert, ehemaliger Finanzminister ja der USA, und hat gesagt, wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man, dass die Wage Inflation in diesem Monat stärker gestiegen ist als im Quartal und in diesem Quartal stärker gestiegen ist als im Gesamtjahr. Also wir sehen einen Aufwärtstrend bei den Löhnen, wieder nicht dramatisch, aber auf jeden Fall ist das sticky, ist das sehr klebrig. Die Löhne gehen nicht runter. Aber jetzt aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, die entscheidende Grafik dieses Videos, wenn Sie so wollen. Was wir hier sehen, das sind Zeitarbeitsstellen. Und jedes Mal, wenn diese Zeitarbeitsstellen unter Null fallen, also rückläufig sind, dann sehen wir, kommt wenig später eine Rezession in den USA. Viele Firmen also greifen dann nicht mehr auf Zeitarbeitsstellen zurück, weil schlichtweg die Arbeit offenkundig gar nicht so stark vorhanden ist oder so viel vorhanden ist. Wir haben auch gesehen, dass jetzt die Zahl der Arbeitsstunden der Amerikaner in der Woche sogar gefallen ist, obwohl insgesamt mehr Leute in der Wirtschaft angeblich arbeiten, weil ja wieder 187.000 Stellen geschaffen wurden. Auch das passt nicht zusammen. Also die Zahl der gearbeiteten Stunden geht runter, aber es sind mehr Leute, die arbeiten. Okay, wir sehen jetzt, dass die Hälfte aller Sektoren praktisch keine Leute mehr einstellt in den USA. Im Vormonat waren es noch 54%, jetzt nur noch 50%, die überhaupt einstellen. Also wir sehen, da gibt es schon eine deutliche Zurückhaltung. Wir sehen das vor allem bei der Jugendarbeitslosigkeit, also für junge Leute zwischen 15 und 26 ist die Jugendarbeitslosigkeit deutlich angezogen. Das hatten wir 2000 und hatten wir 2007 und 2008 im Vorfeld der Rezession. Aber das eigentliche Problem dieser Daten, meine Damen und Herren, ist die Ermittlung, das sogenannte Burst Death Model. Das schätzt so ungefähr, naja, wie viele Stellen, wie viele Firmen sind denn kaputt gegangen, wie viele Firmen sind neu entstanden, und dann schätzen wir mal, wie viel diese Firmen dann jeweils eingestellt oder entlassen haben. Hochgradig fragwürdig, alleine 280.000 Jobs sind durch dieses Burst Death Model hinzugekommen, und wenn wir jetzt die Headline-Zahl von 187.000 neuen Stellen hatten und ziehen 280.000 ab, würden also mal dieses Burst Death Model beiseite lassen, dann hätten die Amerikaner
Amerikaner fast 100.000 Stellen verloren. Das ist wirklich ein, aus meiner Sicht ein sehr schwieriges Thema, aber es ist wirklich sehr, sehr grenzwertig, denn dieses Burst-Death-Model, das schätzt eben, naja, wenn Wirtschaftsaufschwung ist, dann entstehen mehr Firmen, wenn Wirtschaftsabschwung ist, dann gehen mehr Firmen ein als neu entstehen, aber das ist so butterweich, so windelweich, das ist null reliable, null verlässlich, also wie man solche Kriterien anlegen kann, statt eben schlichtweg harte Zahlen zu präsentieren. Und wenn wir uns diese harten Zahlen anschauen, nämlich der neu geschaffenen Stellen, dann sehen wir, dass 60% der Stellen in den Sektoren Government, Education und Healthcare entstanden sind, also direkt bei der Regierung oder beim Staat. Dann Education, der ja teilweise auch einen hohen Staatsanteil hat, und auch Healthcare, auch ein relativ hoher Staatsanteil. Also, das sind jetzt nicht die dynamischen, produktiven Sektoren, die sozusagen im Tech-Bereich oder aus solchen Sektoren, wo Innovation passiert, sondern das sind eben eher aus diesem Bereich ja, Pflege, Unterricht, Lehrer, Regierungsstellen, also Leute, die irgendwelche Statistiken erstellen wahrscheinlich. Also das zeigt, wie praktisch jetzt die amerikanische Regierung, die Biden-Regierung versucht eben die Wirtschaft so ein bisschen aufzupumpen im Vorfeld eben der Wahlen im nächsten Jahr. Und wir sehen die Amerikaner. Die haben jetzt ein Government Spending in Relation zum BIP auf dem Niveau des Zweiten Weltkrieges, sogar höher als während der Finanzkrise, als man ja auch versuchte, irgendwie die Wirtschaft zu stützen. Nur in Corona war es noch krasser, aber wie gesagt, der Zweite Weltkrieg, da waren die Amerikaner im Krieg, da hatten sie eine Kriegswirtschaft, da schreibt man natürlich schlechte Zahlen, weil man eben in Waffen investieren muss, weniger produziert etc. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Dinge hier laufen, und wir sehen, dass die Amerikaner jeden Tag 5,2 Milliarden Dollar neue Schulden machen in den nächsten 10 Jahren, also jeden Tag 5,2 Milliarden Dollar, und so hat als erster der Großkopferten, wie ich die nennen möchte, also aus denjenigen, von denjenigen, die was zu sagen haben in Politik oder in der Finanzindustrie, da hat sich Steve Schwarzman von Blackstone hingestellt in einem Interview bei CNBC und gesagt, ja, ist natürlich bedauerlich, diese Abstufung durch Fitch, die Bonitätsabstufung der USA, aber leider gerechtfertigt. Wir sind zwar die Weltmacht und haben die Weltreservewährung, aber das kannst du nicht dauerhaft behalten, wenn du komplett deine Disziplin verlierst. Wir müssen also da wieder zurück. Das fand ich einen sehr vernünftigen Appell. Nochmal zurück jetzt zu den Märkten, respektive zur Fed. Bostic hat gesagt, naja, also nach den Daten können wir uns doch erlauben, jetzt erstmal die Zinsen ruhen zu lassen, also nicht mehr anzuheben. Allerdings muss man wissen, dass Bostic schon vorher immer gesagt hat, ich bin für eine Pause, für ein Ende erstmal der Zinsanhebungen. Damit ist er bisher aber nicht in der Mehrheit. Und wir haben ja jetzt noch einen Arbeitsmarktbericht und zwei Inflationszahlen vor der nächsten Fed-Sitzung. Und in Sachen Inflation sehen wir, dass die Benzinpreise, die Spritpreise in den USA deutlich nach oben schießen, jetzt auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2022. Das ging jetzt ziemlich zackig mit dem Anstieg des Ölpreises auch, und Energie war ja der Faktor, der die Inflation wieder nach unten gebracht hat, zuletzt auf jetzt 3% etwa. Und jetzt sehen wir, dass sich dieser Energiefaktor jetzt sozusagen wieder inflationstreibend auswirkt. Das wird reflektiert im Cleveland Fed Forecast Model for Inflation. Hier sehen wir, dass man hier erwartet für die Juli-Zahlen, die ja am nächsten Donnerstag kommen, 0,41% und im August dann sogar 0,6%. Also man erwartet wieder eine deutliche Beschleunigung der Inflation. Kann die Fed da die Füße stillhalten? Fragezeichen. Hier sehen wir mal, wie die aktuelle Periode, diese Inflationsperiode, sich matcht mit dem Zeitraum zwischen 1972 und 1984. Fast identisch, was wir hier sehen. Und das ist genau der Punkt. Die Fed fürchtet wahrscheinlich, wenn sie zu früh die Zinsen wieder senkt, was sie in den 70er, 80er Jahren gemacht hat, dann kommt die Inflation wieder. Und wenn es dumm läuft, rutschen die Amerikaner, rutschen die USA in eine Rezession. Und die Fed wird die Zinsen dennoch nicht senken, weil sie Angst hat, oh, dann machen wir denselben Fehler wie damals. Wir kommen noch mal kurz zu Apple. Wir hatten ja gestern die Zahlen von Amazon sehr stark und Apple sehr, sehr viel weniger stark. Apple hier mit dem stärksten Rückgang oder dem längsten Worst Run of Sales Declines in 20 Years. Die Aktie etwa 3% im Minus, die iPhone-Verkäufe rückläufig, und das ist über 50% des
der Umsätze von Apple und wir sehen die Aktie hier aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen. Das erste Mal seit Januar unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt hatte negative Divergenzen im Chart, die sich jetzt materialisieren. Also die Apple-Erfolgsstory, die Aktie gestiegen, 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 obwohl die Fundamentaldaten sich verschlechtert haben, so richtig verstanden habe ich das nie. Mal sehen, ob jetzt die Dinge sich da ein bisschen umkehren bei Apple. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Heute Morgen Jubel beim Wirtschaftsministerium, nachdem die Industrieauftragseingänge in Deutschland sehr stark waren, plus 7%. Aber wenn man genauer hinguckt, liegt das vor allem an Airbus und einigen anderen Großaufträgen. Also die Schwäche ist nach wie vor extrem da. Gucken Sie sich da mal an, was da genau abgelaufen ist. Hochinteressant. Zweite Empfehlung, die EZB schiebt den Unternehmen und den Löhnen die Schuld für die Inflation zu. Die Inflation wird erst 2025 wieder auf 2% fallen, hat Lane gesagt, der Chefvolkswirt. Also es sind vor allem die bösen Unternehmen mit ihren Profitgier und die steigenden Löhne. Wir haben damit nichts zu tun als EZB, gell? Wir haben ja praktisch gar keine Verantwortung in diesem Bereich. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, was Sie nirgendwo anders lesen werden. Es wird immer heißer zwischen Indien und China. Indien geht sehr aktiv gegen China vor mit einem Handelskrieg, der sich gewaschen hat. Hochinteressant. Dritte Empfehlung. Ich wünsche jetzt ein entspanntes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder und sage Servus. Ciao.